Der Top-Tag wird Ihnen präsentiert vom FIFA World Football Museum. Das Spielfeld für die ganze Familie. Wie bringt man seine Leidenschaft, seine Passion, den Beruf, den Alltag und die Familie unter einen Hut? Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Top-Tag. Diesen Fragen gehen wir heute nach im Zeitalter der Digitalisierung und Dynamisierung. Eine Frage, die sich unsere Gesellschaft immer mehr und mehr stellt. Wie bringt man alles unter einen Hut? Und genau das schauen wir heute an zum Auftakt von einer losen Serie bei Teletop. Und es freut mich sehr, dass wir das heute anhand des Beispiels von Gilbert Gress aufzeigen können. Grüezi Gress, herzlich willkommen in unserem Studio. Und mit Birmin Lötscher, einem Life-Coach und Bestseller-Autor. Birmin Lötscher, der ebenfalls mit dabei ist. Ich habe es gesagt, das ist ein bisschen der Auftakt von einer Serie, die wir regelmässig machen wollen, die Birmin Lötscher immer wieder mal mit einem prominenten Gast bei uns vorbeischaut. Das ist heute der Gilbert Gress. Herr Gress, Sie sind eigentlich ein Vorzeigebeispiel für Karriere und Familie und wie man das alles unter einen Hut bringt. War das so geplant oder hat da der Zufall mitgespielt? Ja, bei mir oder bei uns, mit meiner Frau, war das nicht so einfach. Warum unsere Kinder sind nicht mit uns aufgewachsen, die sind bei den Schwiegereltern gewesen. Mhm. Aber dass man das unter einen Hut bringt, dann glaube ich schon, dass man einfach die richtige Frau finden muss. Wie das so ein bisschen akzeptiert auch. So und einfach ist das nicht für die Frau. Wie oft haben Sie diskutiert mit Ihrer Frau zusammen? Soll ich dieses Engagement annehmen? Zuerst als Fußballer, danach natürlich auch als Trainer. Hat sie da zum Beispiel auch mal gesagt, nein, das finde ich nicht gut, mach das nicht? Oder hat sie Ihnen eigentlich die Entscheidung mehr oder weniger überlassen? Wie war nein, das? Die Entscheidung überlässt mir auch, mit ihr natürlich auch. Also ich weiß genau, wie man geheiratet hat, dass ein Fußballspieler geheiratet hat und dass er Fußballtrainer werden will. Und ich meine, das war aber eine schöne Zeit. Nur meine Frau hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen vom Fußball getrennt. Warum? Wenn man alles so mitkriegt, was das ganze Geld mit den Transfers, mit der und. Dann hat sie ein bisschen so, sagen wir mal, wie sagt man so, die Schnauze voll, so kann man das schon sagen. Gell? Genau. Aber wie viel war dann wirklich geplant in ihrer Karriere und wie viel war quasi Zufall? Ja, es war alles geplant. Mit 13,5 Jahren habe ich schon meine Eltern gesagt, ich will jetzt aufhören, die Studien. Ich will Fußballer werden. Ich will jetzt in eine Lehre gehen, da bin ich in eine Lehre gegangen, Transportgeschäft, in die Buchhaltung und habe meine Lehre angetreten und bin dann abends ins Training gegangen, wenn wir Training gehabt haben und bin dann auch mit Glück dann Fußballer geworden und als Fußballer wollte ich auch Trainer werden und da bin ich auch Trainer geworden. Mhm. Wie wichtig ist es, dass man einen Plan hat für das, was man macht? Und da meine ich jetzt eben nicht unbedingt nur einen Karriereplan, sondern einen Plan, der quasi ein bisschen alles abdeckt, inklusive Familie, inklusive vielleicht Planung auch von Kind und so weiter und so fort. Wie viel Planung braucht es und wie viel soll man einfach spontan zulassen? Ja, man muss sicher bei jedem Plan auch auf sich selber los, was hat man für Ziel und was hat man für Leidenschaften. Und beim Herrn Gress spürt man die Leidenschaften ja auch heute noch so intensiv. Und ich denke auch, seine Frau hat die Leidenschaften eben von Anfang an gespürt und hat gewusst, auf was lade ich mich da ein, wenn ich einen Mann heirate, der so viel Passion mitbringt und einfach seinen Weg geht und eben seinen eigenen Plan folgt. Mhm. Und das ist auch ein gutes Beziehungsmodell oder sprich, das wäre das Optimale, dass wir dann einander auch supporten in diesem Weg. In Ihrem Fall war es ja so, es hätte auch ganz anders rauskommen können. Ein Arzt hat Ihnen einen Herzfehler diagnostiziert und hat eigentlich dazu geraten, aufzuhören, Fußball nicht zu spielen. Nur zwei Ärzte, ein Spezialist sogar noch. Und Sie haben das komplett ignoriert und haben weitergespielt. Im Nachhinein, war das nicht ein bisschen fahrlässig? Das war genau an einem Freitag. Ich war 13,5 Jahre alt, ich habe angefangen im Transportgeschäft und dann ging ich zu dem Arzt vom Geschäft und er sagt mir dann das und schickt mich zu einem Spezialist, also zu einem Kardiolog, zu einem Spezialist. Mhm. Und er hat dann zu mir, an diesem Freitag sagt er zu mir, du musst aufhören Sport zu machen, du hast einen Herzfehler, dein Papa soll zu mir kommen. Und zwei Tage später habe ich gespielt mit der
13-Jährige, gegen Vorspiel in Straßburg, gegen Retzlach Straßburg. Da habe ich gedacht, das letzte Spiel will ich noch machen. Habe mir das Spiel 3-0 gewonnen, habe 3 Tore geschossen. Aber dann habe ich mir überlegt, habe ich gesagt, Moment mal, der Arzt von Racing Straßburg hat mir nie gesagt, dass ich einen Herzfehler habe. Und solange der mir das nicht sagt, mache ich weiter. Und es hat dann gedauert, bis ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, Junioren-Nationalmannschaft in Paris. Und da habe ich mein Herz geleert bei dem Arzt. Ich habe gesagt, hören Sie mal so und so. Ich habe gesagt, nein, Sie haben keinen Herzfehler. Ihr Herz, wie ein Sportler, schlägt langsam und Sie haben ein großes Herz. Sie werden nie sterben an einem Herzinfarkt. Und bis heute hat er nicht recht gehabt. Aber damals haben Sie sich ja bewusst gegen die Ärzte gestellt, haben weiter Fußball gespielt, weil das Ihre Passion, Ihre Leidenschaft war. Was wäre denn passiert, wenn jetzt das tatsächlich so gewesen wäre? Dann wäre es ja fahrlässig gewesen, weiter zu spielen. Ja, schon, aber das war nicht so. Ich meine, das Glück habe ich gehabt, dass beide Ärzte falsch gelegen sind. Das war damals. Ne? Und ich habe mir die Frage an anders gestellt, ich will einfach weiterspielen. Und hätte mir der Arzt von Straßburg, vom Racing Straßburg gesagt, ich muss aufhören, dann weiß ich auch nicht, was ich gemacht hätte. Dann. Aber ich nehme jetzt an, also diesen Tipp kann man nicht generell weitergeben, wenn man so eine Diagnose überkommt, einfach mal zu ignorieren und seiner Passion weiterzufolgen. Das ist jetzt schon gerade so ein Einzelbeispiel vom Herrn Gress, oder? Ja, da wäre man ein bisschen fahrlässig, wenn man das würde unterstützen. Aber gleich soll man natürlich auf das innere Feuer hören und wenn man für etwas brennt, und egal welcher Beruf das ist, und man will das unbedingt machen, dann vielleicht eine zweite Fachmeinung oder so ist vielleicht noch gut. Ja. Weil es wäre ja schade, wenn man eben eigentlich sein innere Feuer ablöscht bezüglich auf einer Fehldiagnose. Hatten Sie einen Plan B für Ihr Leben, wenn jetzt das mit dem Fußball nicht geklappt hätte? Oder haben Sie immer daran geglaubt und immer gewusst, ich ziehe das Fußballding durch? Ich sage immer, da hätte ich als Chef gewohnt bei Heppner im Transportgeschäft. Schule Keto im Bahnhof, da wäre ich dann der Chef gewesen davon. Aber ich hätte dann vielleicht Trainer gemacht. Irgendwie hätte ich im Fußball weitergemacht. Oder Dirigent für die Jugend und so weiter. Im Fußball wäre ich geblieben. Das war immer mein ganzes Leben und da hätte ich weitergemacht. Sie haben vorher gesagt, dass Ihre Kinder bei den Schwiegereltern aufgewachsen sind. Das war wahrscheinlich auch ein, ich sage jetzt mal, Kompromiss für Ihre Karriere. Ja. Würden Sie rückblickend sagen, dass Sie etwas verpasst haben in Ihrer Familie? Also für mich war es nicht einfach, aber wenn man dann Spieler ist und Trainer, dann denkt man an Spiel und Beruf und dann geht man immer. Für meine Frau war es sehr, sehr schwer. Aber ich muss auch sagen, ich habe einmal in 7 Monaten habe ich 3 Länder gemacht. Mal. Frankreich mit Straßburg. Brücke in Belgien und dann Le Chacamac in der Schweiz. Wohl, dass ich immer sehr fidel gewesen bin. Ich war ja 40 Jahre lang in 2 Vereinen, Racing Straßburg und Le Chacamac. Also 10 Jahre bei der Jugend in Straßburg, 15 Jahre als Spieler und Trainer und 15 Jahre bei Chacamac. 40 Jahre in 2 Vereinen, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie wichtig ist es dann, bei solchen Karriereschritt, wenn er sie einmal gemacht hat, die ganze Familie mit zu involvieren? Ist das empfehlenswert oder muss man die Entscheidung für sich selber treffen? Nein, ich finde, das ist zwingend. Familie ist ein Teil von mir, wo ich auch diese Sachen muss besprechen muss. Und es gibt sicher Momente, wo man Kompromisse eingehen muss, von Seiten Frau, Kind und eben auch der, der eigentlich das Projekt vor sich hat. Aber ich glaube, am Schluss, und das, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich glaube, ihre Kinder haben ja gleich eine gute Zeit gehabt. Das ist entscheidend, oder? Wie geht man denn mit dem um, mit diesen Situationen? Wie ist die Kommunikation zu den Kindern? Und halt auch die Liebe entscheidend. Meine Frau ist nicht mehr bei den Kindern gewesen in Straßburg wie ich. Aber die Kinder haben immer gesagt, ja, wenn ihr kommt und machen Besuch bei den Schwiegereltern, sind wir sehr glücklich, dass ihr kommt. Und wenn dann ihr wieder mal weggeht, sind wir auch nicht unglücklich. Genau, eben. Also, die haben ihre Freundekreis gehabt von meiner Frau. Das war die Schlimmste war von meiner Frau, das ist ganz klar. Jetzt, in Ihrem Fall war es ja so, dass offenbar Ihre Frau Ihre Leidenschaft für den Fußball mindestens ein Stück weit mitgetragen hat. Es gibt ja immer Situationen im Leben, da kommt vielleicht plötzlich eine neue Lebensphase. Hätten Sie Ihre Frau auch geheiratet, wenn Sie Fußball einen kompletten Käse gefunden hätte? Sie meinen, meine Frau nicht einfach. Also, wie wichtig war es, dass Sie Ihre Leidenschaft, ich sage nicht teilen, aber mindestens verstehen? Wir haben uns durch den Fußball kennengelernt und das war im Schwimmbad in Kehl, in Deutschland, das ist an der Grenze. Und meine Frau war da mit einer Freundin und ich war damals 18 Jahre alt und hat da mit dem Ball gespielt und die Freundin war schon Anhängerin von Straßburg. Meine Frau hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Der Schwiegervater hat immer gesagt, wie kann man 22 Leute hinter einem Ball herlaufen? Geht doch jedem einen Ball früher. Aber dann nachher war er beim Training dabei, der Schwiegervater, und war immer dabei. Ganz Passion hat sich gehabt. Gefreut, auch, ja. Also meine Frau hat sich dann kennengelernt im Schwimmbad, wie ich mit dem Ball da schon gelehrt habe und der große Max gemacht und so weiter. Also der hat das am Anfang akzeptiert und ich muss auch sagen,
Fußballfrau von einem Fußballspieler ist auch nicht gerade das Schlechteste, was es gibt. Es gibt schlimmere Fälle, dass gerade dieser also das immer akzeptiert. Schon, aber sie war natürlich immer an den Wochenenden unterwegs. Sie hatten Training, vielleicht ja, einen natürlich. Tag mal frei. Also das Engagement geht schon darüber hinaus, wie man jetzt heute vielleicht um 9 in einem Büro beginnt und um 5 wieder nach Hause geht. Und wir sind so 66, war kaum 20 Jahre nach dem Krieg, sind wir nach Deutschland gegangen. Mhm. Ich war der erste Franzose in der Bundesliga damals. Mhm. Und wir waren dann 25 Spieler in Stuttgart und die Gehälter waren sehr niedrig, aber die Prämie war immer hoch. Und da habe ich dann nicht den Platz genommen von einem Spieler. Mhm. Die 5, 6 gute Spieler haben gesagt, der kommt zu uns, ist eine Verstärkung. Aber 10, 12 Spieler haben gesagt, der hat den Platz von uns. Und für mich war das am Anfang gar nicht einfach und für meine Frau auch nicht. Ich habe gespürt bei den Frauen von den anderen Spielern so eine gewisse Eifersucht auch. Mhm. Und es war nicht einfach. Und da waren wir auch zwei Tage in Brügge, in Belgien, und da haben wir Flämisch gesprochen. Und es war noch über den Winter, hat es geschneit und geregnet. Und dann war meine Frau auch nicht unbedingt sehr glücklich. Ist sie eigentlich immer mitgekommen? Ja, natürlich. Es muss schon. Sonst geht es nicht, ne? Ich habe Kollegen gehabt, da waren die Frauen nicht immer dabei und so weiter. Und das ging dann in die Brüche. Einfach nicht. Wie wichtig war denn der Faktor dieser, ich sage jetzt mal, Beziehung, die über mehrere Jahre dauert? War das sowas wie der sichere Anker in diesem, ich sage jetzt mal, so schnelllebigen Fußballgeschäft? Ja, wir sind jetzt über 50 Jahre verheiratet, 52. Und ich sage immer, das ist dank von meiner Frau, warum sie hat so viel akzeptieren müssen auch und so weiter. Und ich bin ihr auch sehr dankbar. Es ist ja klar, wenn sie nach Hause kommen, niemand ist zu Hause, ist das nicht angenehm. Und bei mir war immer so, wenn ich nach Hause war, die Frau war da und ja. So von außen gesehen wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn sie das nicht einfach so akzeptiert hätte. Dann wäre es früher oder später wahrscheinlich zu einer Trennung gekommen. Dann würde heute nicht da sitzen und über eine 50-jährige Ehe reden, was ja eine unglaublich lange Zeit ist. Absolut, aber eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, sie hat das Feuer von Anfang an gespürt, dass der Herr Gress einfach für das brennt. Mhm. Und sie hat gewusst, auf was sie sich da einlädt. Und dann ist das auch, sag jetzt mal, nicht selbstverständlich, aber dann ist das ein Teil von der Basis von der Beziehung. Auch, es kann ja passieren, dass man im Laufe einer Ehe so etwas plötzlich erfährt, dass man merkt, der Partner will in eine neue Richtung gehen. Mhm. Und eben, auch dann braucht es Kommunikation, schauen, wie löst man das. Ich glaube, heutzutage redet man einfach viel zu wenig darüber. Kommunikation zwischen Mann und Frau, da könnten wir X-Sendungen machen. Das ist etwas wahrscheinlich vom Schwierigsten. Ich gebe trotzdem. Mhm. Meine Frau hat schon manchmal gesagt, auch als Trainer sollte man gar nicht. Ein Trainer sollte nicht heiraten. Warum? Mhm. Da lebt man ja nur von. Also, schon als Spieler, aber als Trainer ist viel schlimmer noch. Da ist man 24 Stunden gebunden im Fußball. Man kann gar nicht an, wenn man da wohnen will und wenn man Erfolg haben will, hat sie schon öfters gesagt. Aber ja, Sie haben zu Hause auch noch über Fußball gesprochen mit dir? Ja, auch sie will Fernsehen natürlich auch noch gesehen. Ich habe Fernsehen auch dazu auch noch. Ja, ja. Normalerweise, also in der Schweiz oder überhaupt bei uns, ist es so, im Fußballgeschäft sowieso, dass man Erfolg eigentlich so gleichsetzt mit Geld. Wie wichtig war Ihnen der Faktor Geld? Ja, also der Faktor war für mich überhaupt nicht wichtig. Die ganze Entscheidung, die ich getroffen habe, habe ich sie immer mit meinem Herz getroffen, nicht mit meinem Kopf. Ich kann 2, 3 Beispiele nennen zum Beispiel. Ich war damals in Servet Genf und bei Xamax. Und Meyer Vorfelder, der war x-mal Präsident vom VfB Stuttgart, war x-mal bei mir auch zu Hause, überall. Und er hat mir mal angeboten, einen Vertrag, und wollte einen Nuller mehr machen hinter meinem Vertrag. Also Xamax. 10-mal so viel, das heißt, wie bei Xamax. 10-mal so viel. Und ich bin dann, was habe ich gemacht? Bei Xamax geblieben. Und warum? Ja, weil mein Herz natürlich, aber ich war in einem Verein, wie alles geklappt hat auch. Wir haben eine gute Mannschaft gehabt, einen guten Vorstand gehabt, wieder einen Präsidenten und so weiter. Und wegen dem bin ich dann. Wenn Sie jetzt fragen würden, was würde ich heute machen? Das ist spannend. Da würde ich wieder enttäuschen. Würde ich sagen, ich würde wahrscheinlich trotzdem die andere Entscheidung treffen. 1969 war ich in Stuttgart und ich sollte dann zu Bayern München gehen, die große Mannschaft mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und so weiter. Und da haben Sie abgesagt. Und da bin ich in Stuttgart geblieben, weil mein Freund Hans Biggensdörfer war ein berühmter Journalist, hat geschrieben, lieber Gilbert, wir haben dich groß gemacht bei Stuttgart und kannst uns nicht verlassen. Und dann ist der liebe Gilbert bei VfB Stuttgart geblieben. Also, wer kann sich schon leisten, außer Gilbert Kress, bei Bayern München einfach abzusagen, oder? War aber eine Fehlentscheidung, muss ich sagen. War eine Fehlentscheidung? Ja, klar. Wie geht man dann mit Fehlentscheidungen um, wenn er aus heutiger Sicht sagt, es war eigentlich eine Fehlentscheidung? Wie muss man dann hintendrin das akzeptieren, dass man dort vielleicht einmal eine Entscheidung getroffen hat, die im Nachhinein bereut?
Ja, mit dieser Entscheidung die Entscheidung loslassen, weil im Prinzip kann man es nicht mehr rückgängig machen und man weiß auch nicht, wie es rausgekommen wäre. Hätte können sein, erstes Spiel Bayern München gegen Dortmund, Verletzung, Schilber Gress spielt nie mehr Fußball. Oder Europameister werden mit Bayern München. Könnte auch sein, absolut. Absolut, dann würden wir aber heute auch nicht da sitzen, weil dann wäre ich irgendwo bei Barcelona im Moment gerade Trainer oder so. Nein, also, es ist natürlich immer einfach gesagt, ja, hätte ich es anders gemacht, aber schlussendlich, ja, man kann es nicht ändern. Es ist so, wie es ist und ich glaube, sie haben gleich eine beispiellose Karriere hingelegt und sind ja, auch heute noch da mit Leidenschaft und Freude. Und das ist viel mehr wert als vielleicht. Aber was ich habe ja einen Präsidenten in Stuttgart, wie ich blendend verstanden habe. Wir haben dann Kaffee getrunken mit der Frau und so weiter. Nur hat er keine Ambitionen gehabt. Mhm. Wir waren wohl Zweiter hinter Bayern München. Ein paar Punkte, zwei Punkte, ein Punkt hinter Bayern München. Da gehe ich zu ihm und sage: Präsident, wenn wir ein guter Spieler holen nächstes Jahr, sind wir mit Bayern München auf selber Höhe. Sagt er: Gottes Willen, Gilbert, nur nicht das. Ich will nicht Meister werden. Wenn ich Meister bin mit Stuttgart, wollen die Spieler mehr Gehälter und Probleme. Wenn wir Dritter, Vierter sind, genügt mir das. Aber trotzdem, der Ehrgeiz, der hat Sie natürlich über die ganze Karriere ja eigentlich auch begleitet, sonst hätten Sie das alles nicht geschafft. Wie wichtig war der eigentliche Ehrgeiz, der Antrieb, immer noch besser zu werden? Wissen Sie, mein großer Traum wäre, ist so gewesen, entweder mit Le Chexamax oder mit Straßburg in ein Finale zu kommen, Europacup. Das war ein verrückter Traum, natürlich, aber warum nicht? Einmal hätte ich mir das schaffen können, das war 82, wie wir gerade gegen Hamburg gescheitert sind im Viertelfinale. Aber das war mein großer Traum, mit so kleinen Vereinen ins Finale zu kommen von der Europameisterschaft. Wir wollen ja heute ein bisschen herausfinden, wie man mit Passion eigentlich sein Leben bestreiten kann, wie man aber auch, wie du immer so schön sagst, es braucht keine Work-Life-Balance, sondern es braucht eigentlich nur eine Life-Balance, das, was wir jetzt von ihm hören, wenn er mit Leidenschaft am Start ist. Jetzt denken wahrscheinlich viele Zuschauer, ja, ist ja klar, der Gilbert Gress sitzt einfach da an, der hat Erfolg gehabt, dem ist alles relativ einfach gefallen, ist Fußballer gewesen, nachher Fußballtrainer geworden. Genau. Aber das, was wir jetzt hier hören, lässt sich dann das auch auf andere Berufe zum Beispiel übernehmen? Also ein Maurer kann das Gleiche so leidenschaftlich machen, wie wir jetzt von Herrn Gress hören? Ja, absolut. Wenn er an seiner Passion auch folgt und dort alles investiert, ehrgeizig ist, das gut machen will, dann hat das viel mehr Wert, als dass man dann vielleicht bekannt ist oder viel Geld verdient. Eben, der Wert bestimmt ja jeder für sich selber. Und das Glücklichsein im Leben mit dem, was man gerne macht, ist viel mehr wert, wenn man dann mal den Strich zieht, als wenn man viel Geld verdient, aber den ganzen Tag unglücklich ist und eben nicht in einer Life-Balance. Und ich glaube auch das Thema Geld, wo sie angefangen haben zu shooten, ist nicht, dass der Antrieb war, weil was hat man verdient? 700 Franken. Genau. Also, 120. Im Tag. und wenn wir dann mal schlecht gespielt haben, haben die Zuschauer geschrien: Trop payé, fainéant, faulenzer und zu viel bezahlt. Genau. Bitte 700 Franken, was war das im Monat? 700 Franken im Monat, aus 1960. Ich meine, anderes, aber es waren keine große Summe. Gell? Ich meine, und heute ist es ja unglaublich. 17, 18-Jährige, die bekommen von ihren fünf Beratern Millionen. Ja, ja. Was halten Sie denn von dieser Entwicklung? Nicht, indecent. Das ist, das kann man gar nicht. Das ist ein Spieler, wie man sagt, der verdient das oder eine Transfersumme von 100 Millionen, 200, was weiß ich, wie viele Millionen. Das ist niemand wert. Das gibt es ja gar nicht. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel auch Fußball. Das ist halt Fußball. Götze zum Beispiel, der schießt das Tor, wie dann Deutschland Weltmeister wird. Genau. In einer Sekunde sind da 60 Millionen Deutsche hochspringen. Mhm. In einer Sekunde, weil Götze den Ball an und schießt. Ja. Hunderte Millionen Brasilianer auch, die wissen im Moment, dass Argentinien nicht Weltmeister wird. Genau. In einer Sekunde ist er weltberühmt. Mhm. Millionen Leute warten auf die deutsche Mannschaft und so weiter. Und im selben Moment, habe ich öfters schon gesagt, auch, ist irgendwo ein Arzt in Afrika, der operiert in diesem Moment, wie Götze das durchschießt, hat schon fünf Kinder gerettet, das Leben. Und da hübt, außer der Familie, niemand. Wenn er zurückkommt nach Europa, wartet niemand auf ihn. Genau. Das ist halt die große Differenz zwischen Fußball im Moment und andere, wie wertvoller sind vielleicht. Wahrscheinlich wertvoller sind. Ja. Aber ist die Entwicklung, die im modernen Fußball passiert, mit dem ganzen Geld, wie empfinden Sie das? Also ist das für diese Leute die gleiche Passion oder geht es am Schluss dann in erster Linie darum, dass man sich überlegt, wenn man die Schuhe anzieht, wie viel Tausend oder wie viel Hunderttausend Franken oder Euro, was auch immer man verdient? Aber ich meine schon, die Leidenschaft muss da sein. Schon könnte man das nicht so, das muss schon sein.
Und das Geld, wie die hier kriegen, die nehmen keinen Revolver und sagen dem Präsidenten, ich will das Geld. Die kriegen das Geld von den Agenten, von den Präsidenten und so weiter. Und natürlich, die haben ja recht, dass sie das auch akzeptieren. Mhm. Wenn sie vielleicht morgen einen Vertrag machen können und ein Buch schreiben, 100 Millionen nehmen sie hier auch. Das Schlimmste im Moment, in Frankreich zum Beispiel, ist eine Mannschaft, die vorbildlich ist. Das ist Paris Saint-Germain mit Katar nicht. Die verlängern den Vertrag vom Trainer. Und zwei Monate später sage ich ihm dann raus, wir brauchen dich nicht mehr. Und gebe ihm 22 Millionen Euro mit. Mhm. Also der Mann verdient 22 Millionen, ohne was zu tun. Genau. Also menschlich gesehen ist das eine Katastrophe und finanziell ist das noch eine riesige Katastrophe. Mhm. Das ist die Beispiele, die die Jugend gibt in Frankreich. Haben Sie irgendwann mal so eine Abfindung bekommen? Nein, nie. Nie? Auch nicht in Sion? Ich habe jetzt auf diesen Vertrag nicht. Ich habe auch in Straßburg, es war eine Katastrophe in Straßburg auch, da müsste ich noch was bezahlen. Das ist unglaublich gewesen. Aber nur um zu sagen, also menschlich gesehen eine riesige Katastrophe und finanziell gesehen ist das natürlich unglaublich. Ja, und was mich am meisten also in dieser Geschichte enttäuscht, ist, was Sie ja gemacht haben. Sie waren bei zwei Vereinen über mehrere Jahrzehnte, bös gesagt. Also da ist eben eine Herzensangelegenheit, wo man auch eine Treue, bös gesagt, für etwas ausspricht. Und heutzutage kommt man hin und her und das passiert ja nicht nur im Fußball so, das ist auch sonst in der Management-Ebene so. Von Google schnell zu Facebook und wieder zurück. Hauptsache, wo ist mehr Geld rum. Aber schlussendlich macht einem das ja auch nicht glücklich. Weil aber ich habe nie einen Agent gehabt, auch nicht. Aber heute sind die Agenten da und die reden dann mit den Präsidenten von Vereinen. Und jeder Agent hat 4-5 Messi oder 4-5 Guardiola. Ja, ja. Und die Präsidenten hören das so gerne. Bringen Sie mir den Messi her. Und da kommt der Messi und dann ist es leider der falsche Messi. Ja? Und wenn Sie sagen, zu Ihrer Zeit war das noch nicht so mit Beratern und so, haben Sie denn direkt mit den Leuten verhandelt? Ja, egal, ob als Spieler oder als Trainer? Ja, ich war 6 Jahre dann am Anfang in Straßburg, bis 66, ich war 24 Jahre alt. Und dann bin ich nach Stuttgart gegangen und da habe ich einen Freund gehabt, einen Journalist und ein deutscher Journalist auch, bei Freunden gewesen. Und dann bin ich nach Stuttgart gegangen und da hat man mich verkauft nach Marseille zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich wusste von gar nichts. Das war unglaublich. Also, die Geschichte ist zu lange jetzt zu erzählen. Mhm. Und dann bin ich nach Marseille gegangen und dann wieder zurück nach Straßburg. Ja. Ohne Agent immer. Wenn Sie so zurückblicken auf Ihre Karriere, worauf sind Sie besonders stolz? Gute Frage. Ja, ich habe immer gesagt, wenn ich Trainer bin, habe ich zwei Ziele. Das erste Ziel ist gewinnen und zweitens die Leute glücklich zu machen. Mhm. Allein gewinnen genügt nicht. Mhm. Es muss eine Qualität noch da sein. Und ich will bescheiden bleiben, aber ich glaube, das ist mir gelungen mit Straßburg auch und mit Neuchâtel auch. Und wie wichtig war der Anteil der Familie? Ja, sehr wichtig natürlich, von meiner Frau ja, sehr wichtig. Spannend, der zweite Punkt, Menschen glücklich machen. Das ist ja die Basis, die eigentlich jeder Beruf mit sich bringen sollte. Ja. Man macht etwas, um andere Menschen auch glücklich machen damit. Und das kann eben beim Maurer angefangen bis zu der Person, die Reinigungsdienst macht. Es geht darum, dass man Menschen damit glücklich macht. Genau. Und nicht Tätigkeit aussucht, damit ich möglichst viel verdiene und möglichst der Beste und der Größte bin, sondern dass Menschen Freude haben dabei. Ja, genau. Kommen wir schon fast zum Schluss. Wenn Sie in der heutigen Zeit Fußballer geworden wären, wäre das genau gleich geblieben? Wären Sie auch so lange Zeit bei einem Verein geblieben oder hätte Sie der ganze Markt auch dynamisiert? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Aber wenn ich etwas war, ist mir klar, wenn ich mich wohlgefühlt hätte in einem Verein, sind die Chancen ganz groß, dass ich geblieben wäre. War das wichtiger wie alles andere? Ja, ja, ja. Ich habe mich immer gut eingelebt, auch in Stuttgart dann 4,5 Jahre, Marseille sowieso. Marseille war der große Erfolg da, 2,5 Jahre in Marseille. Die haben 19 Jahre gewartet auf einen Titel und da haben wir gleich gewonnen und haben das erste Double gemacht, ein Jahr später noch mit Marseille. Ich war 2,5 Jahre in Marseille, zweimal Meister geworden, einmal Pokalsieger. Das war natürlich schon wunderschön. Und das Wetter auch mitgespielt, schönes Wetter in Marseille. Also das war schon was. Eine tolle Karriere, die er gemacht hat. Ich hoffe, man könnte die Leute ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Ihr beide werdet morgen Abend einen öffentlichen Auftritt machen, in einer ähnlichen Konstellation, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Das Thema ist Ausgleich. Übrigens, über den Gilbert Gress erfahrt man in diesem Buch mehr. Und von Birmin Lötscher gibt es ebenfalls ein aktuelles Buch «Mit dir allein bist du nie allein». Beide Bücher sind im Giger Verlag erschienen. Und morgen Abend sind wir im letzten Grund und reden eigentlich genau über Passion, über Beruf, über wie bringt man alles unter einen Hut.
gut. Was erwartest du vom morgigen Abend? Ganz kurz noch zum Schluss bei mir. Ja, ich freue mich riesig auf morgen, weil wir sind an einer ehemaligen Stätte von Herrn Gress, wo er ja auch gearbeitet hat. Wir sehen von dem Ort, wo wir den Talk haben, auf den Rasen. Also wir schmecken jetzt noch ein bisschen, was dort unten alles abgegangen ist. Und sehen vielleicht noch zwei, drei Emotionen, die Herr Gress auch der Seitenlinie dazu mal hatte. Das waren damals auch Emotionen. Warum? Der FC Zürich hat 20 Jahre lang gewartet auf einen Titel. Und dann haben wir dann den Pokal gewonnen. Genau. Fast 20 Jahre ohne Titel. Vielleicht gewinnen Sie in dieser Saison einen Titel, nämlich Nationalliga B, also Challenge League Meister. Ja, könnte FC Zürich sein. So, ja. FC Zürich. Ja, ja. Genau. Verfolgen Sie die aktuelle Schweizer Meisterschaft? Ja. Gut, ich schaue mir nicht jedes Spiel an, aber die Tabellen und so weiter, manche Spiele auch. FC Basel, Europa Cup auch und so weiter. Schon. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Einblick in Ihr spannendes Leben bekommen haben. Ich glaube auch, dass das für viele Inspiration ist, halt eben nicht nur dem Geld nachzugehen, sondern der Berufung und der Leidenschaften. Wenn wir hier ein paar Tipps weitergegeben haben, dann freut es mich natürlich, damit ihr beide weiterhin richtig im Saft bleibt. Ein Öpfel vom Schweizerischen Obstverband. Achtung, auffangen. Voilà. Damit es euch weiterhin gut geht, noch ein Vitaminschub für die nächsten Aufgaben. Herr Gress, danke vielmals. Es war mir eine grosse Freude, dass Sie da waren. Bim Lötscher, einmal mehr. Danke fürs Vorbeikommen. Wir werden so eine Art Sendung auch im neuen Jahr ganz sicher wieder machen. Ich bin gespannt, mit welchem prominenten Menschen du das nächste Mal in unserem Studio bist. Ich wünsche dir alles Gute, Messi, dass du da bist. Alle Informationen zu diesen Büchern, aber auch zum Event von morgen Abend, findet man auf www.gigerverlag.ch. In ein paar Augenblicken gibt es da bei uns das Neueste aus Ihrer Region. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dranbleiben. Danke für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend. Der Top-Tag ist Ihnen präsentiert worden vom FIFA World Football Museum, das Spielfeld für die ganze Familie.